Ja, hallo, liebe Festgemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stiftung Puseltest, immer noch aus dem schönen Bad Hersfeld. Und ich habe heute dabei eine Dose Karlovacko. Das ist ein kroatisches Bier, was ich halt auch hier in Bad Hersfeld beim Rewe gefunden habe, weil die hatten keine regionalen Biere in der Kühlung. Also habe ich mir gedacht, ach komm, scheiß drauf. Natürlich wollte ich sagen, ich wollte dieses Bier schon immer mal probieren und das war halt jetzt gerade die perfekte Gelegenheit. Ja, es ist ein Lagerbier in der hübschen Dose. Mit 5% Alkohol, 500 Milliliter, also ganz klassisch 500er Hülse. Ja, riecht jetzt auch nicht besonders auffällig. Ja, das ist okay. Es ist geil. Naja, also es ist halt echt voll nichtssagend eigentlich. Also sicher, davon kann man sich ein paar in die Rüstung hämmern, aber also wirklich Begeisterungsstürmen löst es jetzt nicht aus, aber es ist okay. Ne? Man kann es halt trinken. Dafür ist es halt wahrscheinlich aber in Deutschland einfach zu teuer, weil ich glaube, es kostet 1,49 die Dose oder so und das kann man mit 5-0er genauso gut machen. Also wenn ich im Urlaub wäre, würde ich das wahrscheinlich sagen, okay, kann man trinken, so, weil in Kroatien, also kroatisches Bier ist generell von ein paar Ausnahmen abgesehen, jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Fave, aber das geht schon. Das ist in Ordnung. Aber wenn ich in Kroatien bin, trinke ich meistens tatsächlich Wein oder gelegentlich dann halt auch deutsches oder österreichisches Bier, wenn wir es haben. Aber, oder tschechisches, auch das gibt es manchmal. Ja, also wie gesagt, nichts Dolles, aber auch nichts Schlechtes. Kann man machen, wenn man das irgendwo sieht und es gibt es halt zu trinken. Das würde ich tatsächlich mal ganz gerne frisch vom Fass probieren und nicht aus der Dose, aber kann man mal auf jeden Fall machen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge Stiftung Fuseltest.